Und bevor es jetzt losgeht, denkt dran, heute Abend 19 Uhr hier, wo immer ich auch gerade hinzeige, hier bei mir auf dem Kanal gehen Tanja und ich live. Wir wollen ein bisschen quatschen und auch live nähen. Und wenn da noch Zeit ist, dann zeigen wir euch auch noch ein paar Sachen, die es in der Stichtag Goodie Bag für euch gibt. Und willkommen bei mir zu Hause. Ich nähe heute mit euch eine ganz einfache Einkaufstasche, absolut perfekt für Anfänger geeignet, aber mit einem raffinierten Feature. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Als ich letztens mit meinen Freundinnen in einem Schuhladen frühstücken war, ja, ihr habt richtig gehört, bei uns in der Nähe gibt es einen riesen Schuhladen, in dem es einen Kaffee gibt. Ich meine, was für eine geniale Kombi ist denn das bitte? Und da werden nicht nur Schuhe verkauft, sondern was passt perfekt zu Schuhen? Genau, Taschen. Und da bin ich auf eine Tasche aufmerksam geworden, die hatte so ein tolles Batikmuster. Und als ich mir die näher angeschaut habe, habe ich gedacht, boah, wie raffiniert ist das denn bitte? Es war eine ganz einfache Einkaufstasche, ohne Bodenabnäher, ohne alles, ohne dass innen ein Futter drin ist, die man sich halt so über die Schulter werfen kann. Und dann war noch drinnen, wenn man es benötigt, so ein großer Tunnelzug. Das heißt, man kann viel in die Tasche reinmachen, sie auch etwas überladen und dann oben mit dem Tunnelzug zumachen und der Einkauf ist gesichert. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich doch mit Sicherheit auch selber nähen. Voilà! Hier ist die Einkaufstasche. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt dort dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Die Tasche ist 40 cm breit und 40 cm hoch und hat diesmal keine Bodenabnäher. Ihr könnt natürlich Bodenabnäher hinmachen, aber bedenkt dann, dass die Tasche dann etwas an Höhe verliert und natürlich auch hier unten an der Breite. Hier oben sind zwei Henkel, mit denen kann man sich die Tasche schön bequem über die Schulter werfen. Und dann hat die Tasche diesmal kein Innenfutter. Sieht zwar erstmal so aus, aber das ist ein Tunnelzug. Und zwar, wenn ihr dann etwas mehr in die Tasche reinmacht, dann könnt ihr das hier oben einfach so zumachen und euer Einkauf ist hier drinnen gesichert. Und wenn ihr das nicht braucht, dann liegt der Tunnelzug, Moment, einfach hier so in der Tasche drinne und stört euch nicht. Also nur wenn ihr ihn braucht, könnt ihr den Tunnelzug dann rausholen. Und wie ich eben schon gesagt habe, die Tasche hat diesmal innen drin keine Fütterung, sondern das ist die linke Stoffseite. Ich habe hier einen festeren Canvas genommen. Jeansstoff geht natürlich auch. Eine dünne Popeline würde ich jetzt nicht nehmen, sondern es sollte schon ein fester und robuster Stoff sein. Und ihr seht halt hier auch die offenen Kanten. Ich habe die mir halt versäubert. Also es wird auch nicht in einer französischen Naht oder so versteckt. Los geht's! Die Maße schreibe ich euch natürlich auch wie immer unter das Video in die Infobox. Ich nehme mir ein Stoffteil B, also den Tunnelzug, und lege den mit der rechten Seite nach oben vor mich. Das hier sind meine 45 cm und hoch zu ist die 42 cm. Dann nehme ich mir ein anderes Stoffteil B und das lege ich mit der rechten Seite nach unten überall bündig auf. Und nun nähe ich die beiden 42 cm Seiten mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter komplett zusammen. Die beiden Seiten hier, die bleiben auf. Die Nahtzugabe habe ich mir diesmal nicht zurückgeschnitten. Das ist ganz wichtig. Und auch der nächste Schritt. Ich bügel nun nämlich die Nahtzugabe auf beiden Seiten gut auseinander. Nahtzugabe ist auseinandergebügelt. Und nun klappe ich den Tunnelzug über die Nahtzugabe mit den linken Seiten aufeinander. Und nun ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Nahtzugaben hier im Inneren auch auseinander liegen
und auch aufeinander liegen. Hier auf der einen Seite genauso wie auf der anderen Seite. Ihr könnt dann auch noch mal fühlen, dass hier alles schön plan liegt. Nun mache ich mir mein Nähtischchen ab und nähe einmal knapp kantig hier an der oberen Kante von dem kompletten Tunnelzug drumherum. Und wenn ich hier bei der Naht an der Seite bin, dann nähe ich zwei, dreimal hin und her, damit ich das hier richtig gut sicher, weil wir hier nachher dann unseren faulen Tunnelzug durch auftrennen. Nun nähen wir noch die zweite Naht unseres Tunnelzuges und zwar 2 cm von der ersten Naht hier entfernt, einmal komplett auch wieder um den oberen Rand drumherum nähen und bei beiden Seitennähten auch wieder zweimal hin und her nähen, dass das hier gut gesichert ist. Ich lasse wieder mein Nähtischchen ab. Und wenn ihr euch keine Markierung hier drauf machen wollt, könnt ihr euch auch ein Washi-Tape auf die Nähmaschine draufkleben, was 2 cm halt davon entfernt ist. Und dann müsst ihr hier jetzt nicht einmal drumherum zeichnen. Ein Stoffteil A, also den Außenstoff, lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Das wird dann meine Taschenoberseite. Das sind die 45 cm und das hier sind die 50 cm in der Höhe. Und da wir nachher die Kanten in der Innentasche sehen, also wir haben ja keinen Innenstoff und auch keine französische Naht, habe ich meine beiden Außenstoffe einmal komplett mit einem Zickzackstich versäubert. Dann nehme ich mir das andere Stoffteil A und das lege ich nun mit der rechten Seite nach unten überall bündig auf. Die Oberseite der Tasche, die bleibt offen. Und nun nähe ich mit einer Nahtzugabe von 1 cm einmal die linke Seite, die Bodenseite und auch die rechte Seite zusammen. Die Nahtzugabe habe ich mir hier im oberen Bereich auseinandergebügelt. Das macht das Ganze nun etwas einfacher. Dann klappe ich den oberen Rand hier einmal komplett 1 cm zur Innenseite um, stecke mir das Ganze fest und hier bei der Nahtzugabe halt darauf aufpassen, dass die Nahtzugabe auseinander liegt, wenn ich das hier so umklappe. Und diesen 1 cm nähe ich dann einmal knappkantig hier an der äußeren Kante komplett drumherum ab. Den umgenähten oberen Rand klappe ich nun nochmal 3 cm nach innen um, also dass auch hier wieder die linken Seiten aufeinander liegen und stecke mir das Ganze fest. Achtet beim Umklappen auch darauf, dass die Nahtzugabe hier an der Seite auseinander liegt, sonst knubbelt das so sehr hier nachher beim Nähen. Dann nehme ich mir den Tunnelzug und zwar so, dass die offene Seite vom Tunnelzug nach oben zeigt und hier, das ist das Abgenähte. Und den stülpe ich nun von hier unten einmal hier drüber. Und macht die offene Naht hier unter diesen umgeklappten oberen Bereich drunter und achte darauf, dass dann die Naht direkt mit der Naht hier aufeinander trifft. So sieht das Ganze nun bei mir aus. Der Tunnelzug liegt mit der offenen Seite hier, also hier unten kommt ja dann die Kordel rein, bis zu dieser oberen Kante hier im Innenraum an. Also den habe ich wirklich bis hier oben hin hingelegt. Die Nahtzugabe hier an der Seite liegt auseinander, dass das nicht so knubbelt. Und ich habe auch alles schön plan aufeinander gelegt. Nicht, dass jetzt hier noch irgendwo eine Falte in den Stoffen drin ist. Man kann da aber unter der Maschine dann auch noch ein bisschen korrigieren. Nun muss noch die Henkel angebracht werden. Dafür ermittle ich mir einmal hier oben die Mitte. In die Mitte habe ich mir nun eine Hilfsnadel hingesetzt.
Und dann brauche ich die beiden Gurtbänder. Mein Gurtband ist aus Kunststoff und deswegen habe ich mir die Enden hier mit einem Feuerzeug so angesenkt, dass mir das hier nicht so auftrollern kann. Dann messe ich hier von der Mitte aus 8 cm in die eine Richtung und da positioniere ich das eine Ende von dem Gurtband hier unter dieser Falte, unter dieser Außenstofffalte. Und zwar lege ich die Kante von meinem Gurtband ganz oben hier an die Kante an. Also bis nach oben schiebe ich das durch. Dann messe ich nochmal die 8 cm ab, jawohl, und stecke mir das Ganze fest. Nun messe ich 8 cm in die andere Richtung und da positioniere ich nun das andere Ende von dem Gurtband ebenfalls bis hier oben hin. Einmal feststecken und genau dasselbe mache ich natürlich hier mit dem Gurtband. Hier auf der anderen Seite auch. Und dann gehe ich an die Maschine und mein Nähtischchen ist nun noch ab und dann nähe ich einmal knappkantig hier an dem unteren Rand von dieser Überlappung, die ich gemacht habe, einmal komplett drumherum und achtet auch darauf, dass ihr hier keinen Verdreher in eurem Gurtband habt, wenn ihr das dann hier oben festnäht. So sieht das Ganze nun aus. Die Gurtbänder sind hier eingenäht, der Tunnelzug ist hier oben eingenäht und die rohe Kante von dem Außenstoff sieht man auch nicht. Die ist hier mit in der Faltung verschwunden. Nun klappe ich das Gurtband einmal nach oben, so dass es hier geknickt wird. Auch nicht zu stark ziehen, das wollen wir nicht, sondern wirklich hier gerade so. Das Ganze stecke ich mir mal etwas fest und das mache ich nun bei jedem Gurtband so. Das Gurtband liegt nun von der Tasche weg und nun nähe ich noch einmal komplett hier am oberen Rand entlang und fixiere somit das Gurtband hier oben, dass es halt von der Tasche weg liegt. Und das geht auch wieder am besten, wenn der Nähtisch dabei ab ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier oben, weil hier ist ja so eine Schlaufe entstanden, wir haben das ja nur hier oben und hier unten festgenäht, könnt ihr auch hier nochmal drüber nähen wie so eine X-Box, je nachdem, wie man das dann halt hier von außen bei eurem Stoff sieht. Und natürlich könnt ihr auch Bodenabnäher dran machen, wenn ihr wollt, indem ihr das hier so auseinanderzieht und dann hier euch das abschneidet. Da müsst ihr aber das hier hinterher nochmal versäubern. Ich möchte bei dieser Tasche aber diesmal keinen Bodenabnäher machen. Das heißt, wenden und fast fertig. Dann fehlt nur noch die Kordel. Und auf der Außenseite des Tunnelzuges hier, die Seitennaht, die sich innerhalb des Tunnels befindet, die mache ich mir nun mit einem Nahttrenner vorsichtig auf. Hier genauso wie auf der anderen Seite auch. Und auch nur hier auf der Seite, also nicht die Naht hier auf der Innenseite mit auftrennen. Und so habt ihr die Öffnung für euren Tunnelzug ganz einfach gemacht. Ich habe mir nun hier ans Ende der Kordel eine Sicherheitsnadel gemacht. Dann kann ich das nun einfach hier durch den Tunnelzug durchziehen. Den Tunnelzug mache ich mir nun hier komplett auf und dann kann ich nämlich hier am Rand mir einen Knoten reinmachen. Ihr könnt natürlich auch Kordel, Entenstopper oder sowas da dran machen, aber ich finde das mit dem Knoten immer ganz praktisch und halt so, dass der Knoten so ein bisschen überschaut, aber nicht bis ganz hier hinten, sondern habt ihr nämlich hier diese ganz lange Schnurende dann immer in der Tasche liegen. Also einfach hier schön festziehen und dann könnt ihr die überstehenden Enden einfach abschneiden. Und die andere Kordel, die wird nun angefangen hier reinzuziehen, so dass dann die Enden hier drüben auf der Seite rausgucken, um man dann hinterher halt den Tunnelzug so zusammenziehen kann.
Schnell und einfach genäht, also absolut für Anfänger geeignet. Und trotz, dass die Tasche so einfach ist, durch den Tunnelzug, finde ich halt wirklich, hat sie nochmal so ein raffiniertes und auch praktisches Extra bekommen. Wenn ihr noch ein paar andere Nähinspirationen braucht, könnt ihr auch gerne nochmal hier in die Videos schauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.